will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund ist in das Wegen. Mach was. Mach dich nicht. Ja, mach was ist ein gutes Stichwort und damit herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute aus dem mittlerweile recht grauen westfälischen Stammheim. Steinheim. Bei mir sind Stefan und Bianca von Hanf Zei. Stellt doch am besten euch und das Unternehmen mal ganz kurz vor. Bianca? Ja, fangen wir Bianca mal an. Ja. Ladies first. Ja, ich bin die Bianca und was soll ich sagen? Wir beide gehören dazu der Hanfzeit und bauen hier jede Menge Hanf an. Wir haben ganz viele Hanfprodukte mittlerweile entwickelt, viele Tees, Kekse mittlerweile, Duftkissen, Öl pressen wir mittlerweile selber und entwickeln jetzt langsam auch ein eigenes Pferdefutter. Also sind da halt ja immer dabei, neue Produkte zu entwickeln quasi für den innovative Nutzhanfanwender. Genau, quasi. Und das Besondere an euch ist, dass ihr nicht wie die Mehrzahl der Bauern die Fasern haben wollt, sondern es in erster Linie auf Blätter und Blüten abgesehen habt. Genau, wir machen also, seitdem man den Hanfanbau in Deutschland legal betreiben kann, eigentlich haben wir uns das schwerpunktmäßig auf die Blüten und auf die Blätter gestürzt und haben halt angefangen, daraus eigene Produkte zu entwickeln. Also die Hanfblüte an sich ist halt sehr, sehr interessant, hat ein super schönes Aroma und ist für ganz, ganz viele Anwendungen einfach unheimlich schön. Weil sie zum Beispiel in Duftkissen verarbeitet, schlaffördernd wirken kann, oder zumindest viele Leute, die berichten darüber, dass sie halt gute Erfahrungen damit haben, mit den ätherischen Ölen zu arbeiten vom Hanf. Das Aroma ist sehr schön zur Teeproduktion. Man kann sehr schöne ätherische Öle draus machen, beziehungsweise auch Badezusätze oder den Hanf auch nutzen als Gewürz, zum Beispiel für Backwaren. Für Speisen aller Art. Ja. Vertreibt ihr auch Hanfsamen, wenn ihr Öl habt? Hanfsamen vertreiben wir auch, ja. Speisehanfsamen, ja. Dann so roh, unverarbeitet oder fertige Nudeln? Nee, wir haben im Prinzip nur die Rohware da. Das heißt, Wir haben heile Hanfsamen da, wir haben geschälte Hanfsamen da und auch Hanfmehl. Also im Prinzip die Grundware, womit jeder für sich zu Hause seinen eigenen Klammerhanf herstellen kann, Brote backen kann, ja. In welchen Größenordnungen müssen sich die Zuschauer das vorstellen? Wenn ich jetzt ein Bäcker bin, der das gerade guckt und sagt, ich möchte im nächsten Monat als Brötchen des Monats irgendwie ein Hanf-Samenbrötchen machen, könnt ihr dem dann 100 Kilo liefern oder so? Wenn er möchte, kann er auch 100 Kilo geschälte Hanfsamen bekommen, ja. Also solche Säcke. Große Säcke, kein Problem, ja. Wie sieht's da aus? Habt ihr hier viel Probleme? Ist ein ländlicher Raum? Ich kann mir vorstellen, dass der örtliche Polizist euch sehr genau auf die Finger guckt. Der örtliche Polizist hat am Anfang schon geschaut, was wir machen. Wir hatten ja auch Durchsuchungen bezüglich der Hanfgeschichte, weil halt jeder denkt, dass man Nutzhanfprodukte missbrauchen kann oder die Mehrheit der Leute halt noch von dieser Geschichte überzeugt ist, dass das so ist. Und wir versuchen halt genau dagegen zu arbeiten. Um den Leuten zu zeigen, der Nutzhanf, der angebaut werden darf, der ist halt ohne Rauschwirkung und kann halt für 1000 andere Produkte genutzt werden. Ja, wir bauen das Feld zum Beispiel direkt neben dem Supermarkt an, wo wirklich jeder jeden Tag, der da einkaufen wird, mit diesem Feld oder mit der Pflanze konfrontiert wird. Und die ersten paar Jahre wurden viele Pflanzen geklaut. Mittlerweile ist es hier in der Region relativ etabliert und die Leute wissen, was wir Produkte daraus machen und haben auch keine Probleme mehr damit hier. Wenn das so etabliert ist, Bianca, ihr habt Kinder, gibt das irgendwie merkwürdige Smalltalk im Dorf? Ja, hin und wieder natürlich schon. Ich schätze schon, dass die Leute untereinander da schon drüber reden, was wir hier wohl machen und so weiter. Aber mittlerweile wissen die Leute, was wir machen. Wir machen das ja schon ziemlich lange und mittlerweile wissen die Leute halt immer mehr, wie Handball halt einem auch gut tun kann. Ja, aber man muss halt immer wieder die Leute aufklären. Das ist sehr, sehr interessant, so in Kindergärten. Aber es ist nicht so, dass man außen vor ist. Die Leute sind eigentlich sehr interessiert. Wir sind eigentlich auch ganz froh drüber. Also die Leute brauchen einfach Aufklärung. Mit einem Bein stehen wir immer im Platz. Da hilft uns auch kein Geld aufs Wort.
die Leute brauchen einfach Aufklärung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute wissen gar nicht, ja. Ihr konzentriert euch jetzt logischerweise bei der Aufklärung auf den Nutzern. Habt ihr das Gefühl, dass das auch der Legalisierungsbewegung nützt, wenn die Leute häufiger Umgang mit Hanf haben? Das hoffen wir. Ich denke, das sind so die ersten Schritte eigentlich, damit überhaupt den Hanf überhaupt mal unter das Volk wieder zu bringen und in die Köpfe der Leute wieder zu bringen, wofür Hanf überhaupt alles gut ist. Und das ist ja nicht nur die Droge Hanf, der Hanf ist so vielseitig. Das wissen die meisten Leute halt einfach nicht. Und wenn sie es morgen legalisieren, macht ihr dann auch potente Hanfsachen oder sagt ihr, wir sind mit unserer Nutzhanfschiene so ausgelastet, dass wir jetzt keine Experimente brauchen? Also ich würde sagen, wenn es legalisiert würde, wäre es sehr interessant, mit guten Pflanzen zu arbeiten, um zum Beispiel für Medizinalhanfzwecke oder halt auch zu Genussmittelzwecken den Leuten das wirklich günstig und vernünftig in guten Qualitäten zustellen zu können. Die Qualität. Und das müsste natürlich genauso irgendwie funktionieren, wie das momentan mit Brauereien zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Dass man es in bestimmten Regionen legal anbauen kann und das halt auch kontrolliert vom Staat gemacht werden könnte. Also wir produzieren mittlerweile in den besten Jahren um die 3,5 Tonnen Hanfblüten. Auf getrocknet. Wie viel Fläche? Zwischen 3 und 5 Hektar. Okay. Ja, wir haben ungefähr Ausbeuten um die 800 Kilo pro Hektar an Blüten. Das sind dann getrocknete Blüten? Getrocknete Blüten. Okay. Das, ja. Und ich denke, dass es keinen großen Unterschied macht in der Verarbeitung der Pflanzen, ob wir Nutzhanfpflanzen anbauen oder gute Pflanzen. Und von daher könnte man meiner Meinung nach auch guten Hanf für relativ günstiges Geld in Deutschland produzieren. Der auch eine entsprechende Qualität hat. Der auch eine entsprechende Qualität hat. Ich denke, dass das nur auf dem Samen ankaufen würde. Ja. Okay, wenn die Leute mehr über euch erfahren wollen, wo kann man da was? Das Einfachste ist im Prinzip im Internet zu gucken, auf www.hanfzeit.com, beziehungsweise mittlerweile auf der www.canafit.de Seite. Da haben wir halt die ganze Tiergeschichte drauf. Die Tiergeschichte heißt was? Die Produkte speziell für Tiere. Wir haben spezielle Produkte für Pferde rausgebracht. Mhm. Also wir haben gesehen, dass Hanf nicht nur den Menschen gut tut, sondern auch den Tieren. Das heißt, die ganzen Omega-Fettsäuren, die ganzen Gamma-Linolensäuren, die im Hanf sind, vor allem die Zusammensetzung der einzelnen Säuren, ist sehr, sehr interessant für das Immunsystem. Die sind dann in erster Linie in den Samen drin, ist nicht in den Blüten auch? Nee, die sind in den Samen drin. Okay. Und aus dem Samen haben wir ein Öl produziert und durch das Öl, da sind halt die meisten, die meisten Fettsäuren drin, ist das Grundprodukt Tierfutter eigentlich entstanden. Und das haben wir weiter angefangen auszuarbeiten und haben gemerkt, dass bei einigen Tieren es auch recht gut ist, dass man eine Mischung aus der gesamten Hanfpflanze nimmt. Das heißt also nicht nur den Samen, sondern zuzüglich noch einige Cannabinoide dazu gibt. Das heißt, die in den Blüten und Blättern drin sind, also auch relativ wenig THC, aber doch relativ einige Bestandteile an CBD ist im Hanf zum Beispiel vorhanden, auch im Nutzhanf. Und die wirken sich relativ sehr, sehr positiv auf das Wohlbefinden und auf das Immunsystem der Tiere aus. Okay, also ein Jahrtausende altes Viehfutter mit einer spezialisierten Anwendung neu entdeckt. Würde ich so behaupten, ja. Okay. Kann man so ausdrücken. Dann wünsche ich euch bei euren Bemühungen noch viel Erfolg in der Zukunft. Wenn ihr Fragen habt, immer fragt. Ich komme gerne nochmal vorbei, wenn es denn not tut. In diesem Sinne, auf bald. Tschüss. Ciao. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Ein Blatt vom Mund ist in das Regen.